Hallo und herzlich willkommen zur Dune Spice Wars Tutorial-Reihe. Beginnen tun wir mit dem Hauptschirm sowie den einzelnen Elementen im Spiel. Danach folgt zu jeder Fraktion ein eigenes Video und zuletzt gibt es dann noch Tipps und Tricks von mir. Am Anfang habt ihr, wenn ihr auf Neu geklickt habt, eine von vier Fraktionen zur Auswahl. Atreides, Hakon, Schmuggler oder die Fremen. Dann seht ihr einmal immer die Fähigkeiten der jeweiligen Fraktionen, die Ratsmitglieder, davon könnt ihr jeweils zwei auswählen. Und hier habt ihr noch Spieleinstellungen. Dort könnt ihr die Kartengröße bestimmen, von klein bis groß. Außerdem Sandwurmaktivitäten, Sturmaktivitäten, Siegefeindseligkeiten, die Siegbedingungen, wobei Vorherrschaft immer Minimum drin ist. Dann, ob ihr mit Attentaten spielen wollt oder nicht. Außerdem, welche KI-Spieler mitspielen dürfen und welche nicht. Die Schwierigkeitsgrade gehen von leicht bis Wahnsinn. Dann müssen wir eben noch zwei Ratsmitglieder auswählen und dann kann das Spiel beginnen. Willkommen auf Arrakis, dies hier ist euer Hauptbildschirm. Mit WSAD könnt ihr die Kamera bewegen, genauso wie indem ihr die Maus bis zum Rand bewegt oder das Mausrad gedrückt haltet. Dann habt ihr die Möglichkeit, mit dem Mausrad ganz nah ran zu zoomen oder weit raus bis in die Strategiekarte. Auch hier habt ihr wieder die Möglichkeit, mit WSAD die Kamera zu bewegen und ihr habt unten noch Filtereinstellungen, die euch dann anzeigen, was ihr halt sehen wollt und was nicht. Hier in einem weiter vorangeschrittenen Spiel seht ihr nochmal genau die Auswirkung der jeweiligen Filter. Ich würde euch sogar empfehlen, grundsätzlich alle Filter einzuschalten, insbesondere den Flugplatzfilter auch. Weil den kann man gerne mal übersehen und in bestimmten brenzlichen Situationen ist es immer praktisch zu wissen, dass ich bereits in einem bestimmten Bereich bin, wo ich meine Einheiten im schlimmsten Fall in Sicherheit bringen könnte. Des Weiteren ist es praktisch zu wissen, dass man nicht nur mit dem Mausrad raus in die Strategiekarte kommt, sondern auch per Taste M, wie Map. Per Leertaste könnt ihr das Spiel anhalten. Jederzeit, wann ihr wollt. Genauso gut könnt ihr das mit Plus und Minus machen und die Zeit sogar noch erhöhen, bis mal 2. Das seht ihr hier oben rechts im Bildschirm. Außerdem könnt ihr es natürlich noch manuell machen und auch hier per Mausklick die Geschwindigkeit erhöhen und verringern. Was ihr direkt vor euch seht, ist eure Hauptbasis. Sobald ihr eine bestimmte Hegemonieschwelle erreicht habt, dazu kommen wir dann noch, habt ihr hier noch die Möglichkeit, Gebäude zu bauen. Links daneben habt ihr eure erste Einheit, es ist ein Ornithop da, eure Standardaufklärungseinheit, dazu kommen wir dann auch noch. Rechts oben seht ihr das Porträt eures Anführers, bzw. den Führer eurer Fraktion. Mit einem Klick darauf könnt ihr einmal die Fraktionsboni einsehen, außerdem was beim Erreichen der Hegemonieschwellen freigeschaltet wird, also bei 5000 Hegemonie und bei 10.000 Hegemonie. Zudem werden euch hier eure aktuellen Hegemoniepunkte angezeigt, sowie euer Ansehen beim Landsrat. Und darunter seht ihr dann jeweils die Hegemoniepunkte der anderen Fraktionen sowie deren Ansehen beim Landsrat und die Beziehungsstufe zu euch. Rechts daneben sind die Ratsmitglieder aufgeführt. Per Mouseover kannst du hier nochmal die Fähigkeiten dieser einsehen. In dem Fall Duncan Idaho und Tufir Hawat. Weiter geht's mit dem Spice, den Dreh- und Angelpunkt des Spiels, das dich sehr reich machen kann, du aber auch regelmäßig als Steuer zu entrichten hast. Hier siehst du dann direkt, wie viel Spice aktuell produziert wird. In diesem Spielstand sehen wir zum Beispiel 0. In diesem Spielstand produzieren wir aktuell 149 Spice pro Tag. Spice produziert ihr immer in Regionen, in denen ihr ein Spicefeld habt. Dort könnt ihr eine Raffinerie im Dorf bauen. Und diese Raffinerie baut euch einen Ernter und den schickt ihr dann aufs Spicefeld. Den stellt ihr noch auf automatischen Rückruf, damit er nicht vom Wurm gefressen wird. Und wenn ihr genügend Arbeitskräfte habt, dann pusht ihr den voll, damit er noch mehr produziert. Das gilt für die Hakon, für die Atreides und für die Schmuggler, die ihr Spice so produzieren. Die Fremen machen das anders. Die Fremen besitzen keine Ernter oder Raffinerien. Stattdessen haben die Fremen Spice-Sammler und über die Spice-Sammler erzeugen sie oder bauen sie Ernteteams. Die Ernteteams sind direkt am Spice-Feld. Die sitzen zwar theoretisch genau in derselben Gefahr wie die Spice-Sammler, aber die Fremen sind eins mit der Natur und locken keine Würmer an und deswegen habt ihr hier keine Würmer zu befürchten. Der Spice-Output ist trotz drei Mitarbeitern, wie ihr seht, etwas geringer wie bei den anderen Fraktionen, aber wie gesagt, es gibt halt dafür auch keine Gefahr für die Fremen.
Je nachdem, welche zusätzlichen Boni ihr im Dorf habt, habt ihr noch die Möglichkeit, den Spice-Output dort weiter zu steigern. Hier haben wir zum Beispiel Spice-Lageroptimierung und Stärke des Sandes. Das sind halt Fähigkeiten, die durch zum Beispiel Gebäude generiert werden, wie hier Spice-Silos oder aber durch angrenzende Gebäude in anderen Regionen, wie zum Beispiel, mal gucken, wo wir das haben. Ob wir ein Gebäude in der Region, in der Nachbarregion haben, die uns hier pusht. Sieht aber nicht so aus. Doch, da haben wir den Shaolu-Tempel. Und der Shaolu-Tempel ist zum Beispiel auch so ein Gebäude, das die Ressourcenproduktion in verbündeten Dörfern steigert. Und dadurch haben wir jetzt hier eine Spice-Ausbeute von 41 in dem Dorf. Wobei das Sings, das Zelt selbst, das Team selbst nur 27 produziert. Also das macht schon richtig was aus, wenn ihr da die richtigen Gebäude in der Nähe oder in euren Dörfern eingesetzt habt. Den Vorteil mit den Spice-Silos haben natürlich auch die anderen Fraktionen. Hier haben wir einen Ernter, der 3 Crewmitglieder hat und 33 Spice produziert. In dem Dorf selber produzieren wir aber 48 einmal, weil wir halt das Spice-Silo in der Nähe haben, das alle angrenzenden Regionen mit 20% Produktionsboni für Spice versorgt, und dann hat dieses Dorf noch diesen eigenen Vorteil, dass dort die Arbeiter besonders fleißig sind und auch nochmal 20% mehr produzieren. Hier oben ist dann nochmal ein Spice-Sammler mit 3 Crewmitgliedern, der 33 produziert, und hier wird halt nur der Bonus von dem Silo. Hier wirkt halt nur der Bonus von dem Silo, und deswegen haben wir hier halt 41 statt 33 Spice. Bei dem Balken daneben könnt ihr sehen, wie viel von dem Spice eingelagert wird, in dem Fall 40%, und wie viel davon aktuell direkt in Solari umgetauscht wird. Diesen Balken könnt ihr dementsprechend direkt verändern, und dann seht ihr auch direkt am Markt, wie viel mehr Kohle oder weniger ihr dadurch generiert. Also wenn ich voll aus Lager tue zum Beispiel, dann fällt hier die Solari-Umsatz um 100 auf 190 runter, und wenn ich alles direkt verkaufen würde, dann würde ich hier 637 machen. Hier oben bei Mafia wird dir angezeigt, wie viel von deinem Spice, also wie viel Solari, die du für aktuell für eine Einheit Spice bekommst. Je nachdem, wie hoch dein Ansehen im Landsrat ist, könnt ihr hier sehen, zum Beispiel, da steht gerade Rydex Platte plus 10% und Zeros Ansehen im Landsrat. Das heißt, dieser Wert wird auch noch zusätzlich durch andere Situationen, Eigenschaften, wie auch immer, gepusht. Darunter, wie bereits erwähnt, seht ihr, was aktuell von dem produzierten Spice eingelagert wird, beziehungsweise wie groß das Lager ist. Rechts daneben findest du die geforderte kaiserliche Spice-Steuer, die alle 25 Standardtage zu entrichten ist. Je nachdem, wie hoch die Differenz zwischen deinem aktuellen Lagerbestand und der Steuer ist, kannst du mal mehr, mal weniger des geernteten Spice verkaufen, um so deine Kosten zu decken bzw. Gewinne einzustreichen. Sollte es dir nicht gelingen, die Spice-Steuer zu begleichen, dann bedankt sich der Imperator dafür mit ein paar Truppen, die er auf einer deiner Städte loslässt, um die dann den Erdboden gleich zu machen, beziehungsweise verlierst du die dann, die wird dann wieder neutral. Darüber siehst du die Spice-Berichte. Mit einem Klick darauf kannst du zum Beispiel sehen, wie hoch die nächste zu erwartende Spice-Steuer womöglich ausfallen wird oder was in Zukunft mit dem Umsatz der Mafia-Geschichte angeht. Das heißt, hier wird so erwartet, dass als nächstes der Leitkurs fällt. Der aktuelle Leitkurs ist 1,7, und wie wir sehen können, durch unsere Boni sind wir bei 2,2. Aber diese Boni haben wir am Anfang natürlich nicht. Kommen wir nun zu den Ressourcen von Dune Spice Wars. Zu Beginn werden Grundmengen jedweder Ressource durch deine Basis produziert. Du hast also von Beginn an ein gesichertes Einkommen. Es gibt 30 Solari, 20 Plaststahl, 10 Arbeiter, 8 Brennstoffzellen, 20 Wasser und 4 Autorität pro Tag. Solari. Solari wird durch viele Dinge generiert, aber hauptsächlich durch den direkten Verkauf von Spice, also dem Mafia-Absatz. Sowie durch Verarbeitungsanlagen in Dörfern, die jedoch nur in Dörfern gebaut werden können, dessen Region seltene Elemente hat. Dort könnt ihr dann eine Verarbeitungsanlage bauen, und diese generiert, wie in diesem Fall hier, 20 Solari, und das bedeutet, hier sieht man es, das Dorf macht aktuell 27 Solari. Solari werden benötigt zur Begleichung der Unterhaltskosten von Gebäuden, wie hier zum Beispiel Instandhaltung, genauso wie zur Begleichung der Unterhaltskosten oder hier Instandhaltung von Truppen, da ist zum Beispiel 10, 10, hier auch 10, sowie zur Rekrutierung der Truppen, außerdem zum Bau von Gebäuden in der Hauptbasis.
In dem Fall hier zum Beispiel 1500. Oder für Einsätze, Spionageeinsätze. Arrakis-Diplomatie zum Beispiel 150 oder Massenmanipulation 500. Neben Solari finden wir dann Plaststahl. Plaststahl wird fast ausschließlich nur durch Gebäude in Dörfern produziert. Durch die Plaststahlfabrik. Und wenn wir eine Region haben, wo sich ein Mineralienvorkommen befindet, produziert diese Fabrik nochmal 50% mehr. Also normalerweise produziert eine Plaststahlfabrik 30 und in diesem Fall sind es halt 45 Plaststahl. Plaststahl wird grundsätzlich dafür benötigt, oder wird für alle Gebäude, die ihr in ein Dorf bauen wollt, braucht ihr Plaststahl. Außerdem braucht ihr Plaststahl, wenn ihr die Slots erweitern wollt von einem Dorf. Das heißt, jetzt haben wir hier zum Beispiel vier Gebäude, dann bauen wir noch irgendeins dahin. Und wenn ich jetzt noch ein weiteres bauen wollte, müsste ich hier 500 Plaststahl investieren. Dann könnte ich ein weiteres bauen. Außerdem bezahlt ihr mit Plaststahl die Unterhaltskosten dieser Gebäude. Neben Plaststahl finden wir dann die Arbeitskraft. Die Arbeitskraft wird auch wiederum fast nur durch Gebäude in Dörfern produziert. Durch das Rekrutierungsbüro erhalten wir hier 4 zusätzliche Arbeitskräfte. Arbeitskräfte wird benötigt, um die Unterhaltskosten von zum Beispiel Flugplätzen zu begleichen, was uns hier 2 kostet. Außerdem für die Unterhaltskosten von Raketentürmen, was ebenfalls 2 Arbeitskräfte kostet. Des Weiteren brauchen wir Arbeitskräfte zur Rekrutierung und für den Unterhalt von Truppen. Der Soldat zum Beispiel kostet bei der Rekrutierung 20 Arbeitskräfte und verlangt ununterbrochen 3 in der Instandhaltung, der Jäger ebenso und der Wächter hier zum Beispiel verlangt in dem Unterhalt sogar 5 Arbeitskräfte. So, und wann immer ihr ein Dorf erobert, benötigt ihr ebenfalls die Arbeitskräfte, um Milizen zu rekrutieren. Die kosten euch zwischen 10 und 30 Arbeitskräfte. Bei den Anfangsmilizen sind es jeweils nur 10 und ich würde euch empfehlen, immer 2 Nahkämpfer und einen Fernkämpfer zu rekrutieren. Weiter geht's jetzt mit den Brennstoffzellen. Brennstoffzellen werden wiederum fast ausschließlich nur in Dörfern produziert. Und in dem Fall hier durch die Brennstoffzellenfabrik. Diese Brennstoffzellenfabrik beschert uns 9 Brennstoffzellen. Normalerweise produziert sie 6, aber weil sich in dieser Region eine Energiequelle befindet, produzieren wir 50% mehr Brennstoffzellen. Brennstoffzellen werden unter anderem dafür benötigt, die Unterhaltskosten von Raffinerien zu begleichen, die uns hier, wie wir sehen, 4 Brennstoffzellen kosten. Außerdem müssen wir für Ornithopter, wenn wir einen neuen bauen wollen, 2 Brennstoffzellen bezahlen. Und dann gibt es noch Truppeneinheiten, wie zum Beispiel diese hier, die Unterstützungsdrohne, je nachdem welche Fraktion ihr spielt, die auch dann noch Brennstoffzellen verlangen. Die Fremen machen da eine Ausnahme. Die Fremen haben die Ressource Brennstoffzellen gar nicht. Sie haben keine Gebäude, keine Einheiten, nichts, was Brennstoffzellen verlangt. Stattdessen können sie in Regionen, wo sich eine Energiequelle befindet, eine Zeremonienhöhle bauen. Diese Zeremonienhöhle sorgt dafür, dass alle Einheiten plus 5% Kraft bekommen, aber die gesamte Ressourcenproduktion von Spice um 5% reduziert wird. Kommen wir nun zum Wasser, das durch Windfallen, die du in Dörfer bauen kannst, produziert wird. Jede Region hat eine andere Windstärke. Hier haben wir eine Windstärke von 6 und hier in dieser Region hier zum Beispiel haben wir eine Windstärke von 2. Den Windstärkewert mal 3 genommen ergibt die Menge an Wasser, die durch eine Windfalle in der Region produziert wird. Also diese Windfalle hier zum Beispiel produziert 18 Wasser. Wasser wird für die Eroberung und den Unterhalt von Dörfern benötigt. Außerdem für den Unterhalt und die Produzierung von Militäreinheiten. Hier ist zwar bei Unterhalt, Instandhaltung kein Wert zu sehen, aber wenn ihr 3 Wasser einsetzt, dann sind die 3 Wasser oben halt fest verplant. Ihr müsst also zusätzliche Wasserquellen dann bauen wiederum, um diesen Wert weiter zu erhöhen. Das heißt, dass durch diese Produzierung von 18 Wasser, die diese Windfalle hier generieren würde, nicht täglich 18 dazukommt. Es bleibt, der Wert ist einmal fix und dann bleibt der Wert. Das ist die Menge an Wasser, die ihr dann frei verplanen könnt. Als letzte Ressource finden wir dann Autorität. Autorität wird unter anderem durch Agenten produziert.
Agenten, die dem Bereich Arrakis zugewiesen wurden, produzieren unter anderem zusätzlich Autorität. Würde ich ihm ein anderes Feld zuweisen, würde er halt keine Autorität mehr produzieren. Außerdem kann Autorität durch Gebäude, durch ein bestimmtes Gebäude wie der Verwaltungshalle produziert werden. Hier zum Beispiel plus 25% Produktion von Autorität durch die Verwaltungshalle. Ansonsten gibt es noch fraktionsspezifische oder Ratsmitgliederboni, die dir weitere Autorität bescheren können. Autorität wird hauptsächlich für das Erobern von Dörfern benötigt. Dieses Dorf verlangt zum Beispiel 73 Autorität für die Eroberung. Die Grundkosten des Dorfs sind dabei gerade mal 20. Wegen der Entfernung zur Hauptbasis müssen wir noch 14 oben drauf legen und dann, weil wir bereits so viele Dörfer haben, nochmal 75. Wegen Entwicklung im Forschungsbaum haben wir eben einmal durch Außenpolitik, Außenposten, Logistik minus 23 Kosten und Studien des heimischen Dialekts reduzieren die Kosten auch nochmal um 13. Abgesehen davon gibt es noch die Möglichkeit, dass zum Beispiel durch Ratsmitglieder die Kosten für die Annektierung eines Dorfes reduziert werden. Hier zum Beispiel Duncan Idaho Autoritätskosten für die Annektierung eines Dorfes minus 10%. Dann wäre da noch das Ansehen, das unter anderem durch die entrichteten Spice-Steuern beeinflusst wird. Je höher das Ansehen ist, desto mehr Boni bekommst du auf den Spice-Wechselkurs, wie wir hier schon gesehen haben. Sehr hohes Ansehen bringt uns 20%. Außerdem beeinflusst das noch deine Hegemonie und die Einflussproduktion. Sowie Stimmen. Dank dem hohen Ansehen haben wir 30 mehr Stimmen im Landsrat. Weiter rechts findest du dann deine Hegemonie, sowie die Hegemonie aller anderen Fraktionen. Sie wird generiert von kontrollierten Regionen, entrichteter Spice-Steuer, Ansehen im Landsrat, verbündeten Sieges, getöteten Einheiten und weiteres. Mit dem Erreichen der Schwelle von 5 und 10.000 Hegemonie werden weitere fraktionsspezifische Boni freigeschaltet, die ihr dann immer hier finden könnt. Und solltest du es schaffen, 30.000 Hegemonie zu erreichen, hast du das Spiel gewonnen. Das ist aber nur ein Weg, um Arrakis zu erobern. Rechts daneben haben wir das aktuelle Datum, die Möglichkeit, die Zeit einzustellen, die Option sowie die Porträts unserer Kontrahenten. Mit einem Klick darauf könnt ihr dort mit denen Handel treiben. Ihr habt hier die Möglichkeit, Ressourcen zu handeln, Abkommen zu vereinbaren oder sogar gefangene Agenten auszutauschen bzw. wieder zurückzufordern. Das kostet euch aber richtig Asche. Weiter geht's jetzt mit den drei Menüs. Wählt ihr auf ein Menü, wird automatisch die Zeit angehalten. Das könnt ihr aber nach Belieben abschalten, indem ihr auf Option geht, Gameplay und hier Spielemenü anhalten, ausschalten und dann würde die Zeit weiterlaufen, obwohl ich im Menü bin. Beginnen wir mit den Entwicklungen. Innerhalb des Entwicklungsmenüs gibt es vier Bäume. Da hätten wir die Staatskunst, Ausbreitung, Wirtschaft und Militär. Hier stellt sich schnell die Frage, welche Forschung sollte man als erstes wählen? Ich empfehle euch direkt Studie des einheimischen Dialekts, um die Autoritätskosten für jedes Dorf zu reduzieren. Danach Verbundmaterial, um die Baukosten für Gebäude in jedem Dorf zu reduzieren. Und direkt danach fortgeschrittenes Ingenieurwesen, damit ihr das Gebäude Verarbeitungsanlage freischalten könnt, das ihr braucht, damit ihr in Dörfern, wo es seltene Erden gibt, seltene Elementen, die Verarbeitungsanlage bauen könnt, die wiederum Solare generiert. Und dann kommt es natürlich darauf an, was für ein Spielstil ihr anstrebt. Ihr könntet zum Beispiel schnell auf Aufklärungsnetzwerk gehen und dann auf Spionagelogistik, damit eure Rekrutierungszeit von Spionen um 150% gesteigert wird, was natürlich eine Menge bringt. Als Hakon aber zum Beispiel würdet ihr erst Überlebenstraining erforschen und danach wollt ihr unbedingt Verteidigungssysteme haben, damit ihr plus 1 auf Milizen bekommt. Das hat nämlich folgenden Hintergrund. Als Hakon ist es so, dass ihr grundsätzlich eine Dorf-Ressourcenproduktion von minus 10% habt. Pro Miliz, die ihr aber in das Dorf steckt, kriegt ihr plus 5%. Also dieses Dorf hier zum Beispiel produziert gerade 25 Solari. Und wenn ich jetzt alle Milizen hier rausschmeiße, dann fällt meine Produktion immer weiter ab bis auf 21 Solari.
Als Beispiel. Als nächstes folgt der Landsrat. Im Landsrat werden alle paar Standardtage Konzile abgehalten, in dessen Abstimmung zeitlich begrenzte Agenda verabschiedet werden, die zum Beispiel die Solarienstalterung für eine Fraktion um 50% reduziert oder die Arbeitskraftunterhaltkosten zum Beispiel um 30% erhöht oder euch mächtige Einheiten für eine Periode zur Verfügung stellt. Außerdem werden hier die Charters verteilt, die ihr erlangen könnt, wenn ihr die dafür nötigen Voraussetzungen erfüllt habt. Hier zum Beispiel Gewerkschaft des Wasserverkäufers. Voraussetzungen für diese Charter sind, die Polsenke müsst ihr kontrollieren, insgesamt müsst ihr über 8000 Wasser bereits produziert haben und ihr müsst ein Standing von mindestens 200 haben. Diese Voraussetzungen sind hier alle erfüllt und dann habe ich jetzt die Möglichkeit, bei der nächsten Abstimmung, die hier in 6 Tagen stattfindet, die Gewerkschaft des Wasserverkäufers, also die Charta zu erlangen, indem ich diese per Mehrheitsentscheidung bekomme. Und wer es schafft, 45 Tage lang das Gouverneursamt zu besetzen, der gewinnt das Spiel. Und dies ist auch wiederum nur ein weiterer Weg, Arrakis zu erobern. Und jetzt kommen wir zwangsweise zu Einfluss und Stimmen. Einfluss wird durch die Basis, Agenten und Ansehen generiert oder durch fraktionsspezifische oder Ratsmitglieder Boni. Die Landsgard-Einheit zum Beispiel, die ihr ab und zu gelangen könnt, bekommen könnt, benötigt Einfluss als Unterhalt. Diese bekommt ihr entweder durch einen Mehrheitsentscheid, also ebenfalls durch eine Konzilabstimmung, oder aber ihr habt später die Möglichkeit, die sogar zu bauen. Ansonsten ist der Einfluss für alle Fraktionen gleich wichtig, um Mehrheitsentscheidung im Landsratkonzil durchzudrücken. Hier zum Beispiel ist die Situation, dass die Schmuggler kurz davor sind, dass die Charta Auge des Rates freizuschalten. Und wenn sie das machen, dann bekommen die 2 zusätzliche Agenten. Wir haben die dafür nötigen Anforderungen nicht erfüllt, die Schmuggler aber anscheinend schon. Und dann könnte ich jetzt hier sagen, dass ich einmal meine 120 Stimmen dafür einsetze. Die habe ich aktuell anhand meines Ansehens beim Landsrat zur Verfügung bekommen. Je nachdem, wie hoch das Ansehen des Landrats beim Landrat ist, desto mehr Stimmen bekomme ich. Und das hängt eben davon ab, wie bereits erwähnt, durch wie oft ich hier halt die kaiserliche Steuer beglichen habe, unter anderem. Und den Einfluss hier, den kann ich ebenfalls noch dabei einsetzen. Es sei aber gesagt, dass die Stimmen, die stehen uns bei jedem Landratskonzil wieder neu zur Verfügung und der Einfluss, der geht bei Abstimmung halt verloren. Hier haben wir zum Beispiel aktuell die Situation, dass wir 6 Einfluss pro Tag dazu generieren. Aber wenn wir jetzt 196 einsetzen, dann haben wir natürlich erstmal gar nichts mehr. Aber wir wollen auf keinen Fall, dass hier die Schmuggler das hier bekommen. Zack. So, und so wie es aussieht, hat es geklappt. Wir haben 310 Stimmen eingesetzt und waren dagegen. Und die Schmuggler haben zusammen mit den neutralen Stimmen 140 gehabt. Denn es gibt auch noch neutrale Stimmen, also kleinere Häuser, die hier ebenfalls ihren Einfluss mit aufbringen können. Und dann halt für bestimmte Sachen stimmen. Hier zum Beispiel haben sie dafür gestimmt. 61 oder 71 Stimmen waren sie dagegen und hier waren sie halt dafür. Architekturgutachten wurde mir jetzt zum Beispiel aufgeheizt. Fraktionsbase Missile Barrier Surfer erlitt einen Schaden 50% minus Kraft. Das heißt, aktuell sind meine Fraktionsbasis, meine Hauptbasis und meine Raketen sind geschwächt. Dankeschön dafür. Und das wird hier auch nochmal angezeigt. So, kommen wir nun zur Spionage. Einige Tage nach Spielstart bekommt ihr euren ersten Spion. Von da an bekommt ihr automatisch alle paar Standard-Spieletage bzw. nach Minuten einen neuen Spion. Diese Zeit erhöht sich von Spion zu Spion immer weiter. Ihr könnt das unter anderem verkürzen durch Entwicklung im Forschungsbaum der Staatskunst, wie ich bereits erwähnt hatte. Eure Spionen könnt ihr nach eigenem Ermessen per Drag and Drop hinsetzen, wohin immer ihr wollt. Hier zum Beispiel müsst ihr den hinsetzen, falls ihr euch mit einer Siege verbünden wollt, beziehungsweise dort einen Spion einsetzen wollt, dann eine Gegenspionage oder wiederum hierhin oder bei den Harkonnen zum Beispiel einen reinsetzen. Bei Fraktionen eingesetzte Spionage erreichen nach 10 Tagen die nächste Stufe.
Sobald ihr das erreicht habt, braucht ihr einen weiteren Spion, um die der darauffolgende Stufe zu erreichen. Außerdem produziert der Agent bei Fraktion 5 Aufklärung. Wenn ihr eure Spione in die anderen vier Bäume setzt, dann bekommt ihr zum Beispiel hier wiederum die Situation, dass ihr einen Spion reinsetzt und für die nächste Stufe, die hier zum Beispiel haben wir Raumgilde Stufe 1 und wenn ich Stufe 2 erreichen möchte, muss ich einen weiteren Spion hier reinsetzen und dann dauert das, wie das da oben steht, 15 Tage und wir haben die nächste Stufe erreicht. Außerdem erzeugt jeder Spion, den ihr in die bestimmte Felder reinsetzt, bestimmte Ressourcen. Hier zum Beispiel eine Autorität, eine Aufklärung, hier gibt es zwei Arbeitskräfte und eine Aufklärung. Hier zählen Solarien eine Aufklärung, außerdem eine Möglichkeit oder den Bonus, dass ich die nächste Phase des Spice-Wechselkurs, also mehr Informationen dazu bekomme. Und hier gibt es einen Einfluss und einen auf Aufklärung. Jetzt bleibt natürlich zu klären, wofür brauche ich überhaupt die ganzen Stufen. Hier zum Beispiel haben wir alle möglichen Bereiche bereits auf Stufe 2, während wir die Fraktion der Harkonnen auf Stufe 1 haben. Damit ich diesen Protokollüberwachung für die Harkonnen zum Beispiel freischalten kann, brauche ich alles auf Stufe 1 sowie eins bei den Harkonnen. Und dies ist eins der Endstufen, zum Beispiel Protokollüberwachung ist für die Ermordung zuständig. Das heißt, wenn wir diese Endgame-Geschichte durchgezogen haben und das viermal, dann würden wir halt den Anführer der Harkonnen töten können. Das gehört zu den Sachen, die ihr ganz unten findet. Ansonsten geht es halt los mit zum Beispiel ein Punkt auf Raumgilde, damit wir Ausrüstungssabotage freigeschalten können. Oder ein Punkt auf Arrakis für die Sonde. Und dann können wir die Einheit, die bereits fertiggestellten Einsätze hier oben anwählen und auf einen Punkt unsere Wahl setzen. Zum Beispiel will ich jetzt gucken, ist irgendwas bei seinem Hauptgebäude zu sehen. Und wie wir sehen, ist da gerade nichts los. Die Einsätze, die ihr dabei freischalten könnt, gehen halt über die normale Aufklärung bis zur Massenmanipulation, um zum Beispiel ein Dorf zur Rebellion zu bringen, bis hin zu einer Kernwaffe oder aber dem Töten eines Anführers. Das Einsetzen der Kernwaffe hat aber einen bitteren Nachgeschmack. Das kostet euch richtig viel Ansehen. Wir haben hier 200 Ansehen verloren, weil wir den Harkonnen, auch wenn sie es vielleicht verdient hätten, eine Kernwaffe auf den Kopf geballert haben. So, und die Kernwaffe kostet uns 600 Autorität, 6000 Solari. So, wie müssen wir die ganzen Sachen hier auf Level 3 haben? Das wirkt jetzt ein bisschen komisch, weil ich das noch gar nicht erforscht habe. Das liegt wohl daran, dass ein neuer Patch rauskam und die Atomwaffe teurer gemacht hat. So, kommen wir zurück zum Mainstream. Habt ihr einige Ernte im Einsatz, dann werden die euch hier in dieser Leiste aufgezeigt. Mit einem Doppelklick darauf kommt ihr direkt zu dem jeweiligen Ernter. Dort habt ihr unten links die Möglichkeit, einmal den automatischen Rückruf einzustellen. Das heißt, sollte ein Wurmzeichen auftreten, würde dieser hier automatisch abgeholt werden und zur Sicherheit zur Raffinerie zurückgebracht werden. Wollt ihr das selbst entscheiden, habt ihr die Möglichkeit oder den Vorteil dadurch, dass ihr ein paar mehr Spice abgrasen könnt, bevor der Wurm kommt, aber ich würde grundsätzlich empfehlen, das immer einzuschalten, weil wenn der gefressen wird, ärgert ihr euch umso mehr. Des Weiteren habt ihr, insofern ihr genügend Crewmitglieder zur Verfügung habt, hier Arbeitskraft, die Möglichkeit, hier eure Crew zu erhöhen, was wiederum dafür sorgt, dass ihr mehr Spice produziert. Jetzt habe ich den gerade zurückgerufen, sehe ich, oder wir zurückgesetzt. Automatischer Rückruf ist hier. Unter der Leiste mit den Erntern findet ihr die der Ornithopter, eure Aufklärungs- und Erkundungseinheit. Wenn ihr wie hier ein blinkendes Uhrensymbol über dem Ornithopter seht, bedeutet das, dass dieser derzeit inaktiv ist und sich zu Tode langweilt. Im Idealfall habt ihr also eine automatische Aufklärung aktiviert, da müsst ihr euch nicht darum kümmern, der erkundet allgemein die ganze Karte. Habt ihr aber die ganze Karte bereits zum Beispiel aufgeklärt, wie es hier der Fall ist, dann könnt ihr den Ornithopter super einsetzen, um bestimmte Bereiche vom Nebel des Krieges befreit zu halten, damit ihr seht, also damit ihr immer einen Blick darauf habt, was hier los ist und eventuell ankommende Feinde vorzeitig aufspüren könnt. Der Ornithopter wird in dem Fall nicht von irgendwelchen Raketentürmen und so weiter beschossen. Ich kann also hier ohne Probleme durch die Gegend fliegen.
und den Ornithopter selbst an der feindlichen Hauptbasis einfach stehen lassen. Die hat Raketentürme normalerweise als Eigenverteidigung, beschießt aber den Ornithopter nicht. Die Hauptaufgabe des Ornithopters ist aber eine andere. Zu Beginn des Spiels seht ihr nämlich nichts. Ihr habt nur eure Hauptbasis und einen Ornithopter, den ihr als Erkundungseinheit durch die Gegend schicken könnt. Wenn ihr auf der Erkundung seid, findet ihr oft eine Felsplatte wie diese, über der ein Fragezeichen ragt. Wenn ihr das erkundet, habt ihr hier immer die Gewissheit, dass dort immer ein Dorf zu finden ist. Dieses Dorf könnt ihr dann direkt einerobern, indem ihr zur Nahkämpfer baut, also Truppen, und die auf das Dorf loslasst. Und sobald ihr Ornithopter das Dorf erkundet habt, könnt ihr diesen weiterschicken. Hier wissen wir zum Beispiel, dass in der Region direkt ein Spicefeld auch zu finden ist. Das ist aber nicht immer so. Das heißt, ihr müsst nach wie vor immer erstmal alles aufdecken. Im Normalfall ist es so, dass ihr einen Teil der Region entdeckt. Wie hier zum Beispiel. Da haben wir dann ein Fragezeichen. Das können wir dann aufklären. Und dieses Fragezeichen wird entweder eine wichtige Ressource sein oder ein besonderer Fundort. Ressourcen sind dann in dem Fall halt seltene Erden, Mineralienvorkommen oder Energiequellen. Hier zum Beispiel haben wir einen abgestürzten Ornithopter, also einen Ornithopter-Wrack. Das können wir aufklären mit einer Militäreinheit. Hier haben wir dann noch wieder eine Steinplatte, wo wir ein Dorf drauf finden, und eine Ressource. Eins von den beiden wird halt die Ressource sein, das andere ist ein Stein, ist halt das Dorf. Man würde jetzt sagen, wäre doch praktisch, direkt am Anfang einen zweiten Ornithopter zu kaufen. Der kostet euch aber 300 Solari und 2 Brennstoffzellen. Und Brennstoffzellen sind am Anfang natürlich Mangelware. Denn ihr bezahlt auch 4 Brennstoffzellen für die erste Raffinerie, die ihr dann hier zum Beispiel bauen würdet. Verbündete Einheit verliert Vorräte. Ja. So, jetzt haben wir hier einen zweiten Ornithopter. Und eine verbündete Einheit, die gleich verreckt. Und sobald dieser Bereich mit dem Ornithopter aufgeklärt ist, könnt ihr die eine wieder zurückschicken und irgendwann dann halt auf Abschließen drücken. Sobald ihr das macht, steht euch in eine bestimmte Zeit lang ein zweiter Ornithopter zur Verfügung. Und hier haben wir dann mit dem Ornithopter eine Energiequelle und das Dorf aufgeklärt. Und das sind die Aufgaben des Ornithopters. Solltet ihr euch dazu entschlossen haben, die Fremen zu spielen, dann habt ihr nicht nur die Ornithopter, sondern auch noch Klopfer darunter. Und mit diesen Klopfern könnt ihr Würmer rufen. Den stellt ihr auf eine bestimmte Position eurer Wahl hin. Zum Beispiel hier. Und dann habe ich hier über diese Felder hier, sehe ich dann, wie weit ich meine Truppen transportieren kann. Aufgrund dieser Felsgeschichte hier, Klippe, kann ich da nicht sehr weit. Das ist also einer der riesen Nachteile, die die Fremen haben. Aber sie brauchen halt keinen Flughafen und können jederzeit von überall aus einen Wurm rufen. Und dann mal schnell von A nach B zu reisen. Mit der Wurm-U-Bahn. Ab die Post. Gute Reise, Jungs. Und wie gerade erwähnt, gibt es noch die sogenannten Flugplätze. Die Flugplätze haben in einem bestimmten Radius. Das ist der Radius, von dem aus Truppen starten können. Das heißt, wenn hier eine Truppe eindringt, kann die von hier aus starten. Oder bis hierhin könnt ihr die Truppen da halt absetzen. Der Gegner macht das natürlich auch gerne auch. Abgesehen von den Fremen haben ja alle ihre Flugplätze. Und dieser hier sitzt sogar strategisch günstig, weil es dem Gegner so möglich ist, den Hakon hier seine ankommenden Truppen bis ins Hinterland zu schicken. Und wir können dann, wenn wir einen Flugplatz hier hätten, könnten wir dann unsere Truppen, die wir zum Beispiel hier gerade neu gebaut haben, über die Fähre direkt an die Front schicken. Eure Hauptbasis hat immer einen Flugplatz, grundsätzlich. Und hier könnt ihr dann von diesem Flugplatz aus, gegen eine gewisse Gebühr von 20 Solari hier, eure Truppe überall hinschicken, wo ihr auch einen Flugplatz habt. Hier wird gerade einer gebaut, um das Hinterland schnell erreichen zu können, weil sonst wäre der Weg ja eine riesige Katastrophe.
Und wenn wir angegriffen werden würden, hier könnten wir gar nichts machen. So, da steht er und dann kann ich meine Truppe halt bis hier hinschicken. Und dann wird die Einheit abgeholt. Und ab geht die Post. Zuletzt hätten wir dann noch unser Militär, begrenzt durch die rechts angezeigten Kommandopunkten, die unter anderem beeinflusst werden durch die Basis, durch Gebäude oder Erforschung. Hier zum Beispiel haben wir den Kommandoposten, der uns plus 10 Kommandopunkte beschert. Eure Militäreinheiten verfügen über Kraft, Gesundheit, Panzerung und Vorrat. Das meiste kann man sich ja denken. Kraft ist eben die Menge an Schaden, die ihr austeilt. Gesundheit ist, wie viel Lebensenergie ihr hat. Panzerung ist, wie viel Schaden, wie viel von dem erlittenen Schaden verpufft. Und Vorrat ist so eine Besonderheit in dem Spiel. Wir haben hier zum Beispiel Einheiten rumstehen. So, nehmen wir mal eine Landsguard-Einheit oder hier einen schweren Schützen. Den schicken wir jetzt mal durch die Gegend. Dem schweren Schützen geht's gut. Er hat volle Lebensenergie, volle Rüstung, alles super. So, wenn er jetzt hier in der Inneren, in dem eigenen Bereich rumläuft, gibt es keine Probleme. Sollte er aber in der Wüste irgendwo, zum Beispiel hier, das ist eine krasse Wüste sogar, dann geht der Vorrat zur Neige. Auch in feindlichen Territorien geht der Vorrat zur Neige, nur nicht so schlimm wie in den schweren Wüsten, sage ich mal, in dem Wohngebiet, wie man hier sieht. So, sobald die Vorratspunkte dann erschöpft sind, geht es dem armen Jungen an die Lebensenergie. Und dann heißt es natürlich schnell sein. Jetzt sind wir sogar noch im Wohnterritorium, das heißt, wir müssen ganz, ganz schnell sein. Sonst erleidet der arme Kerl Folgendes. Oh wei, oh wei. Genau dasselbe Problem haben wir jetzt hier. Da ist ein Wurm unterwegs, sollte das im Kampf passieren. Dann zieht besser die Truppen zurück, sonst... Scheiße. Solange das Wurmzeichen hier oben aufleuchtet, selbst wenn ihr diese Verwirbelung nicht mehr seht, ist der Wurm in der Nähe. Habt ihr das Gefühl, ihr seid sicher und könnt zum Beispiel rausgehen, weil die Wurmzeichen weg sind? Dann wäre es ganz schnell möglich, dass eure Truppen wieder gefressen werden. So, jetzt sind die Wurmzeichen weg. Alles gut. Wie schon mal erwähnt, kostet die Ausbildung eurer Einheiten verschiedene Ressourcen. Zumeist sind es Solari, Arbeitskräfte und Wasser. Manche eurer Einheiten verlangen aber auch noch Sondereinsachen, wie hier zum Beispiel Unterstützungsdrohne, Brennstoffzellen oder die Landsgarde verlangt sogar als Instandhaltung Einfluss, den ihr hier produziert. Jede Fraktion verfügt natürlich über spezifische Einheiten und jede Einheit hat spezifische Vorteile. So, diese Einheit zum Beispiel hat den Vorteil, verbündete Einheiten in der Nähe erhalten Panzerung plus 2. Das heißt, wenn ich eine in der Nähe habe, ist das natürlich vorteilhaft, weil die ihre Panzerung plus 2 steigern. Diese Einheit hat jetzt zum Beispiel 9 Panzerung. Und wenn ich den Jungen hier entferne, dann fällt die Panzerung auf 7 runter. Genauso wie diese Einheit dafür sorgt, dass Gebietsschaden entsteht. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, damit wir den ganzen Mainstream einmal erklärt haben, sind die ganzen Anzeigen, die hier ständig aufploppen. Hier unter euren Ressourcen findet ihr zum Beispiel Sachen wie Wurmwarnung, fertiggestellte Gebäude oder Ernter, die jetzt gerade nicht irgendwie beschäftigt sind. Wenn ihr den Ernter zurückruft und einfach stehen lasst, ohne ihn zu bedienen, kriegt ihr hier ebenfalls eine Warnung. Und unter euren anderen Anzeigen hier habt ihr zum Beispiel Sachen wie dies hier, sanfte Gewalt. Das ist jetzt eine Geschichte, die mit den mit dem Hegemonie-Level der Atreides zu tun haben. Das ist dieser Bereich hier, plus 2 permanenter Bonus. Ansonsten sehen wir hier militärische Unterstützung durch Verbündete oder hier durch die Landsrat-Konzil-Abstimmung haben wir aktuell einen Malus, der wird uns ebenfalls hier angezeigt. Wir haben auch einen Boni, der wird auch hier angezeigt. Also solche Sachen findet ihr da immer. Genau wie unser inaktiver Ernter hier zum Beispiel, der unbedingt wieder arbeiten will. Also schicken wir ihn wieder los. Oder aber hier das Wurmzeichen.
So, und das war's dann soweit mit dem Mainstream von Dune Spice Wars. Jetzt wisst ihr alles über die jeweiligen Ressourcen, die Menüs, was ihr wo machen könnt, wo ihr was findet und so weiter und so fort. Eine Sache habe ich noch gar nicht erwähnt. Bei der ganzen Erklärung habe ich eine Sache gar nicht richtig erklärt und das ist die Karte selbst. Auf der Karte, insbesondere auf der taktischen Karte, werden euch alle bestimmten kleinen Gimmicks angezeigt. Ihr seht die Fragezeichen, ihr seht die bestimmten Sonderpunkte, wie die, wo man zum Beispiel Ressourcen durch die Drohnen freischalten kann, so kleine Boni erlangen kann oder hier Ornithopter-Wracks. Außerdem seht ihr auch diese besonderen Gebiete und dann gibt es bei jedem Gebiet hier oben immer so einen kleinen Stern. Und dort könnt ihr immer sehen, die Eigenschaften des jeweiligen Gebiets einlesen. Außerdem gibt es auch zu bestimmten Gebieten oder gibt es zu jedem Gebiet immer einen bestimmten Text. Und ihr habt halt die Fähigkeit des Gebiets hier aufgelistet. Hier zum Beispiel haben wir ein Gebiet, das sorgt dafür, dass die Verarbeitungsressourcenanlage halt 100% mehr Solari produziert. Außerdem gibt das Gebiet uns 500 Hegemonie, wenn wir das erobern. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist bei den Dörfern zu finden. Jedes Dorf hat eine bestimmte Grundeigenschaft. Die seht ihr zum Beispiel hier. Dieses Dorf hat die Grundeigenschaft Händler. Also es produziert grundsätzlich von sich aus 6 Hegemonie. So, während dieses Dorf hier zum Beispiel geplündert wurde vor kurzem, also als Autoritätskosten für eine Aktion, und dieses Dorf ist plus 10% und sein grundsätzlicher Vorteil ist Handlanger. Baukosten für Gebäude minus 50% und neue Gebäudeplätze in diesem Bereich kosten auch 50% weniger. Hier ist ein neutrales Dorf zum Beispiel und das hat den Weg der Wüste plus 20% mehr Erfahrung für alle militärischen Einheiten, die in dieser Region hier kämpfen. Nach einer Weile Spielzeit findet ihr irgendwann eure ersten Sieges. Wie hier zum Beispiel. Sieges sind grundsätzlich erstmal nicht gerade freundlich gesinnt. Das heißt, wie man hier sieht, haben wir minus 42 und aus diesen Sieges sind am Anfang schon auch einige Raubzüge auf unsere Städte niedergegangen. Und hätten wir nicht Duncan Idaho hier am Start, der die Beziehung zu Sieges erhöht, dann wäre der Wert wahrscheinlich noch niedriger. So, diesen Siege können wir jetzt zu uns positiv umstimmen, sage ich mal, indem wir anfangen mit dem zu handeln. Das geht über diesen Button, da steht Handel 10 Wasser gegen 4 Spice. Wasser ist natürlich unheimlich wertvoll, aber irgendwann haben wir auch die Schnauze voll mit den Angriffen und wir wollen auch den Vorteil genießen, den so ein Siege mit sich bringt. Also wir handeln jetzt zum Beispiel Wasser gegen Spice. Wir verlieren dadurch Wasser. Dadurch wird nach und nach geht aber die Position hier hoch, also die Beziehungsstufe erhöht sich. Und sobald die voll ist, können wir einen Agenten auswählen, der die Beziehung halt festigt, also eine Allianz mit den Sieges eingeht, Abgesandten entsenden, wie es da steht. Und dann kommt dieser Vorteil für uns zu tragen. Bevölkerungsreich, plus 20 Produktion von Arbeitskraft. Jeder Siege hat dabei andere Vorteile. Ja, und das war's dann soweit zu den grundsätzlichen Informationen zu Dune Spice Wars. Als nächstes folgen dann jetzt die Folgen zu den jeweiligen Fraktionen, sowie eine extra Folge für den Grundeinstieg und Tipps und Tricks. Dann viel Spaß und haut gut rein, Leute. Ciao, ciao.